Jessica Watson ist mit 16 allein um die Welt gesegelt und ist mit heute 17 auch schon Buchautorin. Das Aufregende und Schöne am Trip war, 210 Tage lang zu segeln. Es gibt sicher nichts Besseres als das. Es gab aber auch harte Momente, Stürme, Einsamkeit, Heimweh. Und ein Sturm im Atlantik hat das Boot umgeworfen und viermal durchkentern lassen. Das war schon sehr hart. Viel gemütlicher, sicherer und vielleicht auch naheliegender ist es, seinen Wohnanhänger zu Wasser zu lassen. Eine Firma aus Mecklenburg hat sich spezialisiert auf große und kleine Träume. Ja, die kleinste Variante hier mit 7x3 ist natürlich nur für zwei Personen. Aber wenn Sie mit einer großen Familie kommen, dann haben wir die auch schon in 13,50 Meter Länge und 4,50 Meter Breite gefertigt. Und geht's mal nicht, dann kommen Sie. Die Wasserschutzpolizei Duisburg bekommt materielle Verstärkung durch dieses Boot. Die offizielle Taufe steht noch aus. Für die Überführung auf eigenem Kiel allerdings gab's schon eine Werfttaufe. Der trockene Name WSP-1. Es wird im täglichen Dienst eingesetzt. Da werden unter anderem Schiffskontrollen gemacht, insbesondere Berufsschifffahrt. Und ein Hauptbestandteil dessen sind Tankschiffe und Gefahrgutumschlag. Für jeden Wassersportler gibt's was auf der Boot in Düsseldorf. Dieses Angelset mit Rolle, Rute und Kunstköder für ca. 200 Euro. Ein ABC-Tauchstarter-Kit für um die 100 Euro. Oder diese gründlich ausgestattete 44-Fuß-Yacht für unter 100.000 Euro. Natürlich geht's aber auch immer teurer.